Hallo, heute geht es um die Quecksilberdampfgleichrichterröhre GLE 10.000-02-06. Ursprünglich sollte dieses Video aus Zeitgründen ein Quickie werden. Es wurde jetzt trotzdem 45 Minuten Oschi und es gab ein paar Probleme bei der Röhre. Das sind die Überreste der Nacht. Ich habe kurz nach Mitternacht angefangen und jetzt ist es in Realzeit kurz vor 7. Ja, wie es halt so läuft. Das ist die Originalverpackung der Röhre. Ich werde gleich einige Bilder vorstellen. Ich habe zwei Stück dieser Röhren. Beide machen Probleme. Ich werde im Video darauf zu sprechen kommen. Ja, es gibt nicht mehr viel mehr zu sagen. Viel Spaß beim Video und wie immer schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. So, es ist Freitagnacht, kurz nach Mitternacht. Draußen fährt die Tram und es geht jetzt los. Die Quecksilberdampf-Gleichrichterröhren gehören zu den Typen von Röhren, die sehr schlecht zu filmen sind aufgrund der Reflexionen. Deshalb bevorzuge ich wieder die Variante, Standbilder zu zeigen. Gleichzeitig nutze ich auch die Gelegenheit, eine Frage zu beantworten, nämlich wie meine Webseite organisiert wird bzw. wie meine Datenbank aufgebaut ist. Das hier gezeigte Programm ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von meiner sogenannten Röhrenverwaltung, die ich damals anno 1900 90 auf meiner Amiga 2000 geschrieben habe und verfolgt im Prinzip noch dasselbe Prinzip, wenn auch die damalige Variante war komplett ohne Internet. Das Ganze ist beschrieben im Kapitel Wie hat alles angefangen? Der Beginn meiner Röhrensammlung. Das ist verlinkt auf der Seite vom Virtuellen Röhrenmuseum. Das Prinzip ist gleich geblieben. Ich habe meine Röhrentypen. Zu jedem Röhrentyp nehmen wir mal einen, wo ein bisschen was los ist. Ich würde sagen, nehmen wir mal den absoluten Klassiker der Unterhaltung, die ECC 83. Zu jedem Typ habe ich auch Inventarnummern. Ich sehe das erste Bild des Typs. Ich sehe das erste Bild der Inventarnummer. Ich kann festlegen, zum Beispiel die Röhre selbst. Wie ist der Name der Röhre? Ich kann festlegen, welcher Sockel. Ich kann festlegen, welche Art der Heizung wird benutzt. Wie ist die Heizspannung? Wie ist der Heizstrom? Gibt es eine YouTube-ID von mir? Also sprich, gibt es einen Film dafür? Irgendein Kommentar, ob sinnlos oder sinnvoll, das muss andere entscheiden. Ich kann das System definieren für den entsprechenden Typ. Also wie sind die Stifte belegt? Also, oder anders gesagt, auf welchem Stift ist welche Komponente des Systems, was ist es für ein Röhrensystem, ich kann pro Röhre vier Systeme verwalten, ich habe natürlich auch das Sockelbild der Röhre, das ich ändern kann. Weiterhin kann ich natürlich für jede Röhre auch die Inventarnummern belegen. Und dazu auch einen Kommentar machen, sprich, wo ist die Röhre selbst gelagert? Bemerkung zu dem Metall selbst. Gibt es irgendwelche bösen Hoheitszeichen? Ist die Röhre getestet? Gibt es einen ETS-Code, Kennnummer, Seriennummer? Wie ist die Röhre verpackt? Es gibt so die Standardtypen.
Und natürlich, welcher Hersteller hat das Ganze verbrochen? Dann ganz wichtig, die Bilder für den Röhrentyp. Das sind die Bilder, die erscheinen auf der Webseite, wenn man den Röhrentyp selbst anklickt. Dann gibt es natürlich für jeden einzelnen Inventareintrag ebenfalls die Möglichkeit, die Inventarbilder anzugeben, auf noch die Reihenfolge, also welches Bild kommt als erstes, welches kommt weiter runter und so weiter. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Datenblätter der Röhre zu definieren. Und natürlich gibt es Vergleichnamen. Das Ganze war jetzt einen kurzen Ausblick. Wir wollten uns jetzt über die besagte Quecksilberdampfgleichrichterröhre unterhalten. Das ist wie gesagt die GLE 10.026 und ich habe davon zwei Stück, nämlich beide sind von Siemens. Und dieser Teil des Videos nehme ich auf, nachdem ich den Teil aufgenommen habe, der danach kommt. Deshalb weiß ich jetzt schon was, was im Video passiert, nämlich dass beide Varianten dieser Röhre müllig sind. Sprich, die Emission ist unter aller Sau und die Röhre blitzdingst auch. Sprich, ich muss sie überheizen, um überhaupt noch eine Emission zu bekommen. Und ich habe Überschläge in der Heizung. Somit ist die Röhre unbrauchbar. Details erzähle ich gleich im Video. Und wie gesagt, ich wollte jetzt aber auch die Bilder im Detail nochmal zeigen. Und da das hier ein 4K-Video ist, kann man entsprechend jetzt auch mal das Ganze ausnutzen und gescheit reinzoomen. Die Bilder sind nämlich größer als 150 Kilobyte. Das Gesamtvolumen der Datenbank ist ungefähr 120 Gigabyte, alle Bilder inklusive der PDFs. Das ist besagte Röhre in der Großaufnahme. Es gibt leider relativ wenig Informationen zu der Röhre selbst. Sie wurde produziert in den 1940er Jahren. Die Anode ist mit einem Schraubanschluss gesichert. Die Anode selbst ist einzigst mechanisch gesichert am Kopf der Röhre. Das ist der Knackpunkt der meisten Röhren, weil das ist der erste Teil, der bei mechanischer Belastung bricht, nämlich den Anschluss der Anode am Kopf der Röhre. Die Anode selbst ist aus Graphit. Das hier ist die Heizwindel bzw. die Kathode. Die Röhre ist direkt geheizt. Man sieht die Kügelchen vom Quecksilber, das ja abdampft bzw. verdampft wird und am Glaskolben wieder kondensiert. Die Röhre war schon in Betrieb. Das sieht man an der leicht braunen Verfärbung, weil das Material der Kathode auch abdampft. Hier unten ist der Quetschfuß. Die Röhre ist produziert am 6.7.44. Man sieht hier der Pumpstutzen. Das ist der Pumpstutzen selbst. Das ist der Europasockel, vierpolig. Dieser ist mit Lüftungsschlitzen, weil die Röhre sehr heiß wird. Die wird deshalb heiß, weil es wird ein sehr hoher Heizstrom benutzt, nämlich 5 Ampere bei 2,5 Volt Heizspannung. Das ist dann mal eine Detailaufnahme der Kathode.
Die Drahtwendel ist punktgeschweißt. Das ist eine andere Ansicht. Das ist eine Seitenansicht. Hier ist nochmal eine Detailaufnahme vom Quetschfuß bzw. der Drahtdurchführungen. Das Produktionsdatum. Das ist ein bisschen verschobenes Bild. Auch hier, wie gesagt, die Quecksilberkügelchen am Rand, also am inneren Kolben der Röhre. Das hier ist nochmal eine Detailaufnahme der Anodenverschraubung beziehungsweise der Graphitanode. Das Bild ist doppelt. Ein Blick in den Sockel. Man sieht noch hier etwas besser den Pumpstutzen. Die Lüftungsschlitze bzw. Löcher. Nochmal Detailaufnahme der Graphitanode mit Kathode. Nochmal ein Detailbild der Kathode selbst und der punktgeschweißten Verbindung. Das ist das Quecksilberreservoir am Boden der Röhre. Das Quecksilber ist verunreinigt, weil natürlich das Material, das von der Kathode abdampft, natürlich auch vom Quecksilber aufgenommen wird, während die Kügelchen am Glaskolben selbst glänzend sind, weil natürlich durch das Verdampfen keine Fremdkörper auf das Quecksilber kommen und somit die Kügelchen immer glänzend sind, also Quecksilber glänzend sind, während halt das Reservoir entsprechend den Dreck wegkehrt. Das ist nochmal eine Nahaufnahme der Kathode mit der Quecksilberanhaftung am Kolben. Das ist der Sockel bzw. der Fuß des Sockels mit der Lüftung. Das ist ein regulärer vierpoliger Europasockel. Hier nochmal das Quecksilberreservoir. Das ist die Verpackung. Die Verpackung selbst ist irgendwann mal nass geworden. Das ist die zweite Röhre. Man sieht, dass die Verfärbung ist wesentlich stärker. Diese war wesentlich stärker im Betrieb. Auch die Kathode sieht deutlich angegriffener aus. Das sind die Quecksilberkügelchen. Diese Röhre ist produziert worden am 30.11.44, also die Produktionszeit war relativ nah beieinander. Auch hier gibt es das Quecksilberreservoir. Und das ist die Röhre im Betrieb, noch ohne Anodenspannung. Man sieht hier das verdampfte Quecksilber. Im Video gleich sieht man, wie der Nebel entsteht und wieder vergeht.
Dort ist die Röhre etwas besser fotografiert mit gedämpftem Licht. Und das ist die Röhre im Betrieb bei 50 Volt. Es wird sich gleich herausstellen, dass die Röhre, wie gesagt, keine richtige Emission mehr hat und ich die Röhre überheizen muss. Und dabei kommt es zu Überschlägen zwischen den einzelnen Kathodenbindungen und die Röhre ist somit unbrauchbar. In der Realität ist die Leuchterscheinung dunkler. Die Kamera tut das etwas kompensieren. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Video. Bei der Gelegenheit kann man gerade noch das fast leere Zimmer zeigen. Das Stehpult ist raus und wird jetzt seiner ursprünglichen Bestimmung hinzugefügt. Ich bekomme morgen, das heißt heute, einen neuen Tisch. Aber jetzt widmen wir uns erstmal um die Gleichrichterröhre. Ich wiederhole meine Warnung. Dies ist eine Quecksilberdampf-Gleichrichterröhre. Und es ist wichtig, dass Quecksilberdampfröhren vorher angeheizt werden, bevor die Anodenspannung angelegt wird. Und zwar so lange, bis das Quecksilber verdampft ist. Das wird meistens in den Datenblättern angegeben und bei dieser Röhre beträgt die Anheizzeit 30 Sekunden. Der Neuberger ist typisch beschaltet. Das heißt, es ist noch überhaupt nichts beschaltet. Also im Moment ist alles auf der Nullposition. Der Kreuzverteiler ist auf dem Messmodus V, XX bei 300 Volt Messgerätebereich. Das digitale Ampermeter habe ich entfernt, weil ich den Platz für die Röhre brauche. Der Kreuzverteiler wird mit den Stiften 1 und 3 belegt. So ist gerade schwierig zu arbeiten mit der Kamera vor der Nase. Also 1 und 3 sind die Heizungen. Die Heizung, weil es handelt sich um eine Europaröhre, vierpolig. Die Anode ist am Kolben der Röhre. So, das war es eigentlich schon an der Beschaltung. Die Röhre wird mit 2,5 Volt geheizt. Der Grund, weshalb Gleichrichterröhren meistens mit einer geringen Heizspannung arbeiten, dafür mit einem hohen Heizstrom, der beträgt hier 5 Ampere, liegt daran, da bei Gleichrichterröhren meistens der positive Pol auf der Heizung liegt und somit die Heizspannung in der Willigkeit in die gleichgerichtete Spannung eingeht und die natürlich wieder weggeklettet werden muss. Deshalb versucht man bei Gleichrichterröhren eine möglichst geringe Heizspannung zu benutzen. Das betrifft natürlich nur die direkt geheizten Röhren. Ich stehe jetzt neben der Kamera, also der Ton wird jetzt etwas komisch nur von rechts kommen. Ich schalte jetzt den Neuberger ein. Man sieht an der Kontrollleuchte, dass die Heizung Kontakt hat. So steht jetzt entweder die Röhre oder die Kamera in IOL. Ich schalte jetzt die Heizung ein mit 0,7 Volt. Erhöhe auf 1,2 Volt. 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 Man sieht in der Röhre
bildet sich langsam ein heller Dampf. Das ist das verdampfende Quecksilber. Jetzt 2,5 Volt. Man sieht, der Nebel wird immer dichter. Gleichrichterröhre bei Nacht. Man sieht die Heizspirale. Der Nebel wird etwas lichter, weil das Quecksilber wieder kondensiert. So. So, Entschuldigung für den etwas komischen Schnitt, aber ich musste gerade etwas stärker husten. Das wäre jetzt für die Benutzer mit Kopfhörer nicht ganz so angenehm gewesen, deshalb habe ich gestoppt. Die Röhre hat inzwischen auch komplett aufgeheizt. Man sieht, dass sich der Nebel in der Röhre gelegt hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Quecksilber jetzt großteils verdampft ist, beziehungsweise wieder kondensiert ist. Man sieht den Heizfaden. Draußen fährt wieder die Tram vorbei. So, ich lege jetzt die Anodenspannung an. Ich beginne mit 50 Volt. Und man sieht das Entladungsleuchten der Röhre. Das Flimmern der Röhre sieht man nur auf der Kamera, weil diese mit 60 Hertz filmt. Die Röhre leuchtet natürlich mit den 50 Hertz Netzfrequenz. Und wie man sieht und hört, die Röhre ist wohl nicht mehr ganz intakt. Es gibt ein Durchschlagen. Ich versuche es mal ein bisschen zu zoomen. Wenn ich von 50 auf 100 Volt umschalte,
Achtung nochmal. So, da es sich hier um eine quecksilbergefüllte Röhre handelt, möchte ich jetzt kein IOL provozieren, weil Quecksilberdampfröhren können einem um die Ohren fliegen. Deshalb. Deshalb, wie gesagt, stoppen wir das Ganze jetzt hier. Wie gesagt, 50 Volt hat sie geschafft und bei 100 Volt gab es bereits die Durchschläge. So, nicht zu verzagen, Datenbankfragen. Da ich ja zwei Stück dieser Röhren besitze, machen wir jetzt den zweiten Test mit der anderen Röhre. Diese ist schon ordentlich geheizt worden, sprich, die hat schon einen sehr hohen Betriebsstatus. Das sieht man an der leicht bräunlichen Verfärbung. Wir wiederholen jetzt das Spiel. Achtung, 3, 2, 1, end of the line. Die Kontrollleuchte für die Heizung leuchtet. Der Kurzschlusstest ist negativ. Ich schalte jetzt die Heizung ein. Ich beginne wieder mit 0,7 Volt. Gehe auf 1,2 Volt. Auf 1,5 Volt. Man sieht schon, es bildet sich wieder leicht Nebel. Bin jetzt auf 2 Volt. Jetzt 2,5 Volt. Man sieht, der Nebel wird dichter. Da die Röhre 5 Ampere Heizstrom Strom hat, muss jetzt der Neuberger ein bisschen dämpfen. Man sieht auch, der Heizfaden wird rot. Ich warte noch einige Sekunden, bis sich der Rauch etwas gelegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das klappt im Fokus jetzt nicht ganz. Draußen fährt die Tram. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. 50 Volt. Passiert relativ wenig.
fließt auch kein Strom. Wenn es bei 150 Volt Volt. Milliampere. Ich habe jetzt mal die Heizspannung auf 2,8 Volt erhöht. Nee, wie es aussieht, ist die Röhre komplett taub. Nee, damit ist das Experiment, glaube ich, komplett in die Hose gegangen. Beide Röhren scheinen Probleme zu haben. Tja, schade eigentlich. So, einen Versuch machen wir noch. Ich habe jetzt die Röhre überheizt auf 3,5 Volt. Soll wäre wie gesagt 2,5 Volt. Und schauen wir mal, ob noch. Ah. Kaum überheizt man die Röhre, gibt es eine Emission. Das sind jetzt 200 Volt und die Röhre blitzt auch vor sich hin. Insofern lassen wir es gut sein. Genau, bis wir im Blaulicht experimentieren. Ob vielleicht. Sind 50 Volt. Es hat nicht sollen sein. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.